Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Lego Herr der Ringe. Mein Name ist Gurken Yoshi und mit mir am Start ist mein kleiner Bruder, weil er noch immer nicht gehen wollte. Gell, Virgi, willst du nicht gehen? Er will hier zuschauen. Gut. Das ist der Gandalf, das habe ich dir schon letztes Mal gesagt. So. Da ist der Gandalf, der versteckt sich dann nur in der... im Sturm, im Schneesturm hier. Und ja, das letzte Mal haben wir gesehen, dass Frodo und Sam sich alleine aufgemacht haben und... Das ist aus Lego? Ja, das ist aus Lego. Ist lustig, gell? Ja, lustig. Aber es ist gar nicht mehr. Oh, schau mal, da ist der Balrog. Oh nein. Was heißt, da gehen wir gar nicht hin, den müssen wir jetzt besiegen. Der hat hier ein Feuerschwert. Ah! Wie auch immer wir den besiegen können, weichen wir mal aus, bis wir wissen, was wir tun müssen. Das ist nicht mein Freund, nein. Der will mich töten, weißt? Der hat mich nicht so gern. Hilfe! Ja, ich versuch's, aber ich wüsste nicht, wie ich den angreifen soll. Tja. Hey! Psst, okay, da ist... Was ist da? Okay. Da müssen wir runter? Ach so, cool. Wir können hier den, Naja, wir können den nicht fesseln. Wir können die Blitze umleiten hier. Ah! So, Gandalf kann Blitze umleiten. Sehr cool. Oh, Hilfe! Ja, der ist nicht so nett, weißt du? Wir sind nämlich... Gehen wir lieber runter, genau. Nee, Flutsch, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Und... Ja, ich hab gedacht, dass das irgendwie... Ah, einfacher wird hier. Aber nein. Aber der sieht so cool aus, der Balrog. Wirklich. Hoppa! Mich hat der Blitz getroffen. So, jetzt müssen wir wieder Blitz umleiten. So. Okay, sehr cool. Er hat irgendwie kein Leben. Oder übersehe ich das gerade hier echt? Hoppala! Tja, jetzt sind wir kaputt. Ja, du hast gesagt, dass wir weglaufen müssen, aber... So. Wir können nicht weglaufen, Flutschi. Wir müssen den jetzt besiegen. Außerdem sind wir doch nicht solche Feiglinge, die einfach davonrennen. Okay, in echt würde ich wahrscheinlich auch davonrennen, aber... Das tut jetzt hier nichts zur Sache. Wir haben ihm seinen Schritt verbrannt. Du bist aber schwer. Es runterfällt. Der Drache. Der Balrog ist runtergefallen. Ja. Jo. Komm rüber da. Uff. So. Oh, bist du schwer. Uff. So. Jetzt müssen wir ein bisschen den Flutschi hier rangieren. Komm her, Frodo. So. Du setzt dich darüber. Ach, bist du deppert. Wir haben jetzt so wenig Platz. So. Wir haben Gollum gefunden. Yippie! Das ist der Böse. Ne, das ist Gollum, weißt? Wie der Fische. Der futtert gerade die Fische, ja? Hm. So, jetzt haben wir hier einen Fisch gefunden. Was auch immer. Hauen wir einfach mit dem Fisch auf alles drauf.
Okay, ich rüste jetzt lieber mal das Schwert aus, weil das irgendwie... Noch ein Fisch. Sollen wir noch einen Fisch holen? Schmettern wir mal ein bisschen. Was? Das ist Lego, ja, das ist alles Lego. Lustig, gell? Ich hab auch Lego. Du hast auch Lego? Ja. Und was baust du da mit dem Lego? Keine Ahnung. Da baust du Häuser oder baust du... Ich baue Häuser immer. Du baust Häuser immer mit dem Lego. Ich höre Gollum. Okay. Gut, holen wir nochmal den zweiten Fisch da drüben. Weil ich glaube, dass der irgendwie sinnvoll ist. Zu schwert. Tja. Nein, ich will den Fisch nicht hergeben. So. Okay. Gut, wir müssen jetzt mit Sam darauf, um... Hoppa! Entschuldigung, Herr Bruder, ich wollte Ihnen keines rein... brutzeln, reinhauen hier. Hä? Hoppala. Was? So, was? Können wir da jetzt... So. Okay, wir werden jetzt wieder hier die Pfanne ausrüsten. Weil ich das Gefühl habe. Was bringt das? Ach so, dann müssen wir erst das Zahnbauen wieder mal, die Treppe. Okay. Yay, wir haben noch einen Fisch gefunden. Also anscheinend müssen wir hier die Fische finden, damit wir Gollum aus seinem Versteck oder sowas. Ah ja, kann mit Frodo erhellt werden. Okay. Das ist eine Höhle. Das ist eine Höhle, ja. Das ist auch aus Lego. Da geht's weiter. Aber da gehen wir jetzt noch nicht dran. Nein, später dann. Später dann. So. Hey, schau mal, wir haben eine Schatztruhe gefunden. So, wir haben jetzt alles klitzeklein hier. Und... Kabums, kabums. Was ist denn? Ja, da drüben das Rote. Ich glaube, da kommen wir aber nicht durch. So, da können wir auch nicht drauf. Oh, warte mal, Sam kann hier mit seiner Schaufel, genau, was eingraben. Schau, der kann eine Blume graben. Und... Kabums. So. Diese tollen Blume können wir da jetzt rauf und jetzt werde ich das da rüber schieben, dann kommen wir auch noch dort auf die andere Ebene dort. So. Versuchen wir es mal, ha? Huh? Gehen wir rauf. Hüpf, hüpf. Jetzt haben wir hier die Schaufel ausgerüstet. Ich will aber die Pfanne ist viel stärker. Das ist wahrscheinlich eine gusseiserne Pfanne hier. Okay, was? Klitzekleinifizieren wir hier mal alles. Was ist? Das heißt, da kommt er da. So, irgendwas leuchtet hier. Ah, wir haben Feuer gefunden. Brennholz gefunden. Was ist da getan? Was steht? Was? Gott sei Dank sehen wir was. Gott sei Dank sehen wir was, ja. So, Brennholz. So, wir kriegen hier immer mehr Zeug und irgendwie habe ich immer weniger Platz hier. Da oben ist noch ein Fisch, gell? Wollen wir den holen? Ah, dafür brauchen wir, glaube ich, das Holz, ja? Genau. Da haben wir auch nochmal ein Holz. Ja, ist ja wurscht, wo wir es hinlegen. Hey, da war doch gerade das Brennholz. Ah, da ist es. So, Brennholz daherlegen. So, jetzt brauchen wir nur noch eins. Gut.
Ein Hölzchen. Ja, wir müssen Holz suchen, damit wir dort das öffnen können. Tch. Wir können hier echt alles klitzeklein schlagen. Ziemlich cool. So, was ist denn das jetzt? Können wir da was einbuddeln? Ja, da können wir wieder was einbuddeln. Keine Ahnung was, aber... Ah nein, wir buddeln was aus. Okay, wir buddeln hier... Gold. Das ist Gold, ja. So, da geht's auch weiter. Aber das... Kann man das da runterschieben? Bringt das was? Ja. Keine Ahnung, was es bringt, aber... Weil wir hier schon mal gewesen. Wir gehen im Kreis her. Na geh echt, wir gehen im Kreis. Das hätte ich jetzt nicht gemerkt. Danke, Herr Frodo. Ohne dich wäre ich hier total aufgeschmissen. Ein Fisch? Wo? Das Rettungsdecken. Ach so, nein, das ist eine Pflanze, das ist kein Fisch. So. Ah, das ist blöd. So. Wo kommen wir da wieder rauf? Genau, jetzt gehen wir da rauf. Trap, 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 die. Trap, 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 die. So. Oh, warte, wir müssen mit Frodo darauf. Wir müssen mit dem anderen darauf, schau mal. So, wir müssen mit dem darauf. Weil der hat die magische Fiole da von den Elben bekommen, mit der wir das Dunkle erleuchten können. So. Da rein musst du. Genau, und da ist jetzt ein Fisch. Jetzt haben wir schon drei Fische. Komm mit, Sam. Weiter geht's. Da ist der Sam. Da ist der Sam, ja. Da müssen wir doch hoch. Okay. Tja. Da ist das Brennholz. Warum habe ich denn das denn vorher nicht? Hm. Egal. Jetzt werden wir ein kleines Feuer machen. Und dann können wir den Fisch da oben holen. So, jetzt putzelt hier das ganze Unkraut weg. Oh, da sitzt Gollum oben. Der Gollum war da oben. Tja, egal. Auf dem Tisch kommt heute ein Fisch. So schön und saftig zart. Das war beste Imitation von Gollum. Okay. Ja, nein, daneben, okay. Macht nichts. Die Pflanze haben wir schon aufpflanzt. Jo, die Pflanze ist aufgegangen. So, jetzt müssen wir da auch nochmal buddeln. Buddeln wir den Fisch aus, oder was ist da drin? Das ist eine Pflanze. Da ist wirklich ein Fisch ausgebuddelt. Tja. Gut. Schau mal. Hey, Sam. Komm her. Was hat der Sam? So. Der Sam hat einen Fisch in der Hand. Ja, lassen wir die Aggressionen hier heraus. So. Wo sind wir jetzt wieder? Jetzt sind wir im Kreis gegangen. Wir müssen hier Fisch zahlen. Hat er nicht noch was? So, jetzt hat... Theoretisch sollte er der... Genau, Frodo den anderen Fisch haben hier. Hoppala. So, wir müssen jetzt alle Fische reinwerfen. Weil, keine Ahnung. Nur so kommen wir zu Gollum. Sehr gut, kommen wir durch. Was passiert jetzt? Sam kann wohl überall schlafen. Gehen wir schlafen.
Das ist der Böse. Sie haben ihn uns gestohlen. Ist das der Böse? Nein. Das ist der Gollum. Schatz! Ist das der Gollum? Das ist der Gollum, ja? Achselschweiß! Mundgeruch! Hilfe, dieser Mundgeruch, den hält ja keiner aus! Schau, da drüben sind Fische. Gut, tja, wir haben jetzt hier Gollum gefunden. Und der bewirft uns. Ah, was soll man da machen? Hilfe! Tja. Gut, wir müssen hier anscheinend. Nein, wir müssen den Fisch da holen. Wir müssen ihn mit einem Fisch beschmeißen. Oder keine Ahnung was. Ja, wir haben ihn. Oh, wir haben ihn nicht. Okay. Ah, lasst mich in Ruhe. Okay. Ich bleibe jetzt einfach mal. Opa. Müssen wir jetzt den Fisch wiederfinden? Ja, wir müssen einen goldenen Fisch finden. Okay, sehr gut. Schatztruhe. Ja, da hinten kann Sam was einbuddeln. Hör doch auf, mir Fische an den Kopf zu schmeißen. So, wir haben da ganz viel. Was bringt mir der Haken? Weiß es nicht. Ja, gehen wir mal lieber darauf. Hoppa! So, wir haben jetzt einen Stock und keine Ahnung was. Hilfe! Wir haben einen Haken und einen Stock. Jetzt müssen wir den Fisch angeln, oder was? Ja, komm schon! Haiweia. So, gehen wir angeln. Was heißt, ich hab doch eine Angel. So ganz. Tja. Oh, da können wir jetzt die tolle Schatztruhe hier zusammenbauen. Und dann kriegen wir ganz viel Gold, oder auch nicht? Weil's. Ah, da stehen Sams Füße, Oma dumm. Ja, da waren kurz seine Füße. Na, egal. So, gehen wir mal mit dieser Fiole da. Vielleicht bringt das ja was, wenn wir da in die Dunkelheit gehen. Ne, das bringt nichts. Hey, wie kann der einen Fisch um die Ecke So, wir haben ein Seil. Und wo ist jetzt die Angel? Da ist der Angel. Sam hat die Angel. Juhu, wir haben eine Angel bekommen. So. Jetzt können wir noch schnell angeln hier. Achso, hoppala. Müssen wir wirklich Arbeit machen. Und wir schaffen es. Los, diesen fetten Fisch ziehen wir aus dem Wasser. Boah, das muss ja ein Hai sein, wie der da anzieht. Oder halt, weiß ich nicht. Ein Fisch. Ein Fisch.
Kaltrete. Warum hat der... Nein, warum ist mein Fisch wieder ins Wasser gefallen? Tja. Nee, keine Ahnung. Naja, okay. Was macht der? So, jetzt haben wir ihn, oder? Nein, wir haben ihn noch immer nicht. Geh woanders hin. Ja. Lass mich in Ruhe. So, jetzt müssen wir wieder so einen blöden Fisch angeln hier. Ja, wieder einen Fisch. Weiß, der frisst die Fische. Und jetzt müssen wir hier... Ja, Frodo, weicht doch den Fischen aus. Sehr gut, wir haben noch einen Fisch gefangen. Der gleiche. Der gleiche wird es wohl nicht sein, aber... So, jetzt werden wir ihn, aber jetzt haben wir ihn, oder? Oh, wir haben ihn. Ja. Das ist Stich. Du kennst ihn schon, nicht wahr? Gollum. Welcher ist das? Der Drache. Nein, das ist der Gollum. Du kennst den Weg nach Mordor. Ja. Tja, alle Arbeit für nichts. Du wirst uns zum Schwarzen Tor führen. Siehst du das denn nicht? Jetzt geht er weg. Ja, also ob wir ihm dann vertrauen können oder nicht, werden wir das nächste Mal sehen. Aber bis dahin, Leute. Tschüssi!